Und nein, der Hai ist nicht das für uns Menschen tödlichste Lebewesen. Es werden im Durchschnitt 6 Todesfälle durch Haiattacken gemeldet. Es stellt sich heraus, dass die meisten Todesfälle, die durch Tiere verursacht werden, weniger mit den Tieren selbst zu tun haben als mit den Krankheiten, die sie unwissentlich übertragen. Beachtet bitte, dass einige Zahlen schwieriger zu ermitteln sind als andere, so dass es sich größtenteils um grobe Schätzungen handelt, manchmal auch sehr grob. Und die Liste ist repräsentativ für verschiedene Arten von tödlichen Lebewesen, aber sie ist keineswegs vollständig. An Nummer 10 befindet sich der Bandwurm. Zu den Parasiten: Der Bandwurm ist für eine Infektion namens Zystizerose verantwortlich, an der schätzungsweise 700 Menschen pro Jahr sterben. An der 9. Stelle sind die Krokodile. Sie sind für 1000 Todesfälle pro Jahr verantwortlich. Krokodile gelten laut der Ernährungs- und Landwirtschaftsbehörde der Vereinten Nationen mittlerweile als das größte Tier, das für die meisten menschlichen Todesfälle in Afrika verantwortlich ist, auch wenn konkrete Zahlen schwer zu ermitteln sind. Nummer 8. Escherichia-Spulwürmer. Der Escherichia-Spulwurm führt zu einer Infektion namens Ascariasis, die laut einer Studie schätzungsweise 4500 Menschen pro Jahr tötet. Die WHO weist darauf hin, dass die Infektion im Dünndarm des Menschen stattfindet und es sich um eine Krankheit handelt, die mehr Kinder als Erwachsene betrifft. 7. Tsetsefliegen. Die Tsetsefliege überträgt eine Krankheit namens Schlafkrankheit, eine parasitäre Infektion, die zunächst zu Kopfschmerzen, Fieber, Gelenkschmerzen und Juckreiz, später aber auch zu schweren neurologischen Problemen führen kann. Die Zahl der Todesfälle ist rückläufig. Da jetzt jedes Jahr etwa 10.000 neue Fälle gemeldet werden, ist die geschätzte Zahl der jährlichen Todesfälle wahrscheinlich ebenfalls rückläufig. An Stelle 6 sind Triatomine. Die Triatomine, auch Raub- oder Kusswanze genannt, ist für die Übertragung der Chagas-Krankheit verantwortlich, an der im Durchschnitt etwa 12.000 Menschen pro Jahr sterben. Die Chagas-Krankheit ist eine parasitäre Infektion, die von der Wanze übertragen wird, die ihren Spitznamen erhielt, weil sie Menschen ins Gesicht beißt. Platz Nummer 5 belegen die Süßwasserschnecken. Die Süßwasserschnecke trägt parasitäre Würmer, die Menschen mit einer Krankheit namens Bilharziose infizieren, die starke Bauchschmerzen und Blut im Stuhl oder Urin verursachen kann, je nachdem, welcher Bereich betroffen ist. Millionen von Menschen infizieren sich mit der Krankheit und die WHO schätzt, dass zwischen 20.000 und auch bis zu 200.000 Todesfälle auf Bilharziose zurückgeführt werden können. Platz 4 belegen die besten Freunde des Menschen, die Hunde. Hunde, insbesondere Hunde, die mit dem Tollwutvirus infiziert sind, sind eines der tödlichsten Tiere, die es gibt, obwohl das Virus durch Impfungen verhindert werden kann. Etwa 35.000 Todesfälle können auf Tollwut zurückgeführt werden, und von diesen Fällen werden 99% durch Hunde verursacht, so die WHO. An Stelle 3 sind Schlangen. Schlangenbisse töten mehr als 100.000 Menschen pro Jahr. Schlimmer noch. Es herrscht ein beängstigender Mangel an wichtigen Gegengiften. Und an Platz Nummer 2 sind wir Menschen. Laut dem Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung gab es pro Jahr etwa 437.000 Tötungsdelikte, was den Menschen zum zweitödlichsten Tier und zum tödlichsten Säugetier macht. Wir sind nicht ganz unser eigener schlimmster Feind. Aber wir sind ziemlich nah dran. Und die gefährlichsten Lebewesen dieses Planeten sind Stechmücken. Moskitos, die lästigen Insekten, die Blut saugen und Viren von Mensch zu Mensch übertragen, sind für die meisten tierbedingten Todesfälle verantwortlich. Allein die Malaria ist für mehr als die Hälfte der moskitobedingten Todesfälle verantwortlich, vor allem in Afrika südlich der Sahara, obwohl sie im Rückgang begriffen ist. Laut der Weltgesundheitsorganisation ist die Zahl der Malariafälle zwischen 2000 und 2015 um 37% gesunken. Hat euch dieses Video gefallen, abonniert diesen Kanal und aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr nichts.